Comic-Verfilmungen à la Marvel oder DC gibt es ja mittlerweile wie Sand am Meer. Aber Comics müssen nicht immer unbedingt etwas mit Superhelden zu tun haben. Und das beweisen diese fünf Filme. Los geht's! Erstens, Sin City. Dieser Film entstand nach einer Comicbuchvorlage von Frank Miller, der euch vielleicht auch durch die Comicbuchreihe The Dark Knight Returns bekannt ist. Im Film begleiten wir unterschiedliche Charaktere auf ihren nächtlichen Streifzügen durch Sin City. Der Film lebt von den inneren Monologen, mit denen uns die Protagonisten mehr von ihrer Geschichte, aber auch immer mehr von der Geschichte Sin Cities erzählen. Dies soll quasi die Gedankenblasen im Comic repräsentieren und funktioniert hervorragend. Comic und Film sind beide schwarz-weiß gehalten und heben nur einzelne Farben hervor, meistens rot. Somit entsteht ein ganz eigener Look, der wunderbar in die düstere Atmosphäre passt. In den Hauptrollen finden wir unter anderem Bruce Willis, Jessica Alba oder auch Elijah Wood. Zweitens, Scott Pilgrim. Dieser Film hat einen kanadischen Manga als Vorbild und wurde von Edgar Wright verfilmt, der euch durch Filme wie Shaun of the Dead oder Hot Fuzz bekannt sein dürfte. Worum geht es? Scott Pilgrim lernt ein Mädchen namens Ramona kennen, in die er sich sofort unsterblich verliebt. Um ihr Herz zu erobern, muss er sich jedoch zunächst mit ihren 7 bösartigen Ex-Freunden duellieren. Eine abgedrehte Komödie, die wie für den Regisseur üblich einen hohen Fokus auf die Musik setzt. Zudem finden sich unzählige Anspielungen an Comics und Videospielen, wie visuell dargestellte Kraftwellen, aufploppende Level-Ups und vieles mehr. Für Comic- und oder Manga-Fans ein Must-See. Drittens, 300. Ja, ihr habt richtig gehört. 300 hat ebenfalls im Ursprung eine Comic-Vorlage. Zwar behandelt Comic und Film lose einen realen Konflikt aus der Antike, tatsächlich historisch dürfte daran aber lediglich die teilnehmenden Fraktionen sowie der Ort des Gefechts sein. Alles andere ist wahrscheinlich reine Fiktion, die aber sehr unterhaltsam anzusehen ist. Vor allen Dingen in den Schlachten zeigt der Film tolle Inszenierungen. Was besonders hervorsticht, ist das Spiel mit der Ablaufgeschwindigkeit, die immer wieder zwischen Zeitlupen, normaler und beschleunigter Geschwindigkeit wechselt. Immer wieder werden Bilder fast ganz angehalten und erzeugen so einen Look, der einen sofort an einen Comic erinnert. Hinzu kommt sehr viel Pathos, der aber immer auf einer Ebene mit Augenzwinkern bleibt, wodurch auch das Spaß macht. Am bekanntesten dürfte hier das Meme sein: This is Sparta! Viertens, V wie Vendetta. Dieser Film entstand durch eine Comicvorlage von Alan Moore. Er zeigt eine dystopische Welt, in der Großbritannien sich in einen totalitären Staat mit einem autokratischen Großkanzler verwandelt hat. Wir begleiten den Freiheitskämpfer V, verkörpert von Hugo Weaving, und die junge Ivy, gespielt von Natalie Portman, die von V unter seine Fittiche genommen wird. Auch dieser Film trägt sich sehr durch seine düstere Atmosphäre, die durch einen guten Soundtrack und tolle Bilder wunderbar in Szene gesetzt wird. Besonders im Gedächtnis bleibt natürlich die sehr populär gewordene Guy Fawkes-Maske, die sofort an einen Comic erinnert. Zudem erwarten euch toll geschriebene Dialoge und ein Finale, das ihr definitiv nicht kommen sehen werdet. Fünftens, Tim und Struppi. Eines der bekanntesten und bedeutendsten europäischen Comics darf auf dieser Aufzählung natürlich auch nicht fehlen. Tim und Struppi. Dieses Comic bekam 2011 von Steven Spielberg einen Animationsfilm spendiert. Und was für einen. Die Animationen in diesem Film sind überwältigend. Die Darstellung des Meeres zum Beispiel ist einfach grandios, vor allem wenn es dann auch noch zu stürmen beginnt. Auch in den Actionpassagen kann der Film mit seinen visuellen Eindrücken auf ganzer Front beeindrucken. Allerdings hat die Story so ihre Schwachstellen, wodurch der Film sehr gemischte Kritiken erhielt. Alleine für die Bilder lohnt es sich aber schon, sich den Film einmal anzuschauen. Welche Comic-Verfilmungen ohne Superhelden fallen euch noch ein? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Für weitere Filmempfehlungen klickt doch gerne mal hier und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, ciao!